We're here occupying our land to show them that we are here. We use this land. We still live here. Carmichael in Queensland. So sieht eine Kohlemine aus, wenn Kriegswirtschaft herrscht. Nachdem Russland am 24. Februar 2022 in die Ukraine einmarschierte, baten europäische Staaten Australien darum, seine Kohleproduktion zu steigern und so die Nachfrage in Europa nach fossiler Energie zu befriedigen. Seit dem Krieg hat Australien 3,3 Millionen Tonnen Kohle nach Europa geschickt. Knapp die Hälfte davon stammt aus dieser Mine von Adani. Ihr Besitzer, der indische Milliardär Gautam Adani, erkannte den Business Case schon früh. Man könnte auch sagen, dass er gar nie an ein Ende von Kohle als Brennstoff geglaubt hat. Schon im Jahr 2020 gründete er in Genf eine Handelsgesellschaft, um seine Kohle zu vertreiben. Unterstützung erhielt Adani dabei von der Credit Suisse. 27 Millionen Dollar lieh die Schweizer Bank dem Konzern. Gautam Adani ist ambitioniert und stets in Eile. Ursprünglich wollte er in Carmichael die größte Kohlemine der Welt bauen, mit einer Produktion von 60 Millionen Tonnen im Jahr. 2022 wurden davon 10 Millionen Tonnen gefördert und per Eisenbahn über 300 Kilometer zum Hafen Abbott Point transportiert. Abbott Point ist schon seit 2011 im Besitz von Adani. Von da aus wird die Kohle nach Südostasien oder Europa verschifft. Eine Reise, die 24.000 Kilometer lang ist. Ein logistischer und ökologischer Irrsinn. Kohle ist der dreckigste aller fossilen Brennstoffe. Die Frachtschiffe durchqueren das Great Barrier Reef, ein UNESCO-Weltnaturerbe. Das Korallenriff ist akut gefährdet, so sagen es Experten der UNO. Und die Carmichael-Mine befindet sich auch auf dem Gebiet der indigenen Aborigine-Bevölkerung. We had the human right to be here under Section 28 of the Queensland Human Rights Act 2019. Cody McAvoy ist ein Aborigine und in dieser Region geboren. Schon 2019 hatte er alleine einen Teil des Landes seiner Vorfahren besetzt, direkt gegenüber von Carmichael. Weil er damals vom Sicherheitsdienst von Adani vertrieben wurde, begleiten ihn nun seine Familie und Umweltaktivisten. So, we have been sitting in front of the mine for 407 days and we first started our ceremony on the 26th of August 2021, and the fire has been continually burning ever since, and there's always been one person inside the stone circle, and this has been maintained for today is day 407. We're here occupying our land to show them that we are here. We use this land. We still live here. We still hunt, we still do all these things and we want to carry on our stories. Gautam Adani stammt aus Gujarat und handelte mit Diamanten, bevor er ins Kohlegeschäft einstieg. Im Sommer 2022 hält die Energiekrise die Welt im Griff. Dank der Nachfrage nach Rohstoffen steigt Adani zum drittreichsten Mann der Welt auf, hinter Elon Musk und Jeff Bezos. In der Schweiz legt er für das Indiengeschäft des Zementherstellers Holcim 10,5 Milliarden Dollar auf den Tisch. In dieser Straße in Genf hat Adani seine Zelte aufgeschlagen, und zwar an der Adresse eines kleinen Treuhandbüros, das nach eigener Aussage nur die Post des Unternehmens verwaltet. Der Ort wirkt bescheiden. In Realität ist Adani ein multinationaler Konzern, ein Netz von Gesellschaften auf der ganzen Welt, von denen 7 an der Börse gehandelt werden. Der Konzern besitzt Häfen, Flughäfen, Elektrizitätswerke und Kohleminen, also die gesamte Wertschöpfungskette. Als Narendra Modi als Präsidentschaftskandidat für die Wahlkampagne im Land herumreiste, tat er dies in einem Jet von Adani. Der Konzern ist auch ein großer Immobilienbesitzer und ist jüngst ins Mediengeschäft eingestiegen. Gautam Adani mag keine Fragen von Journalisten oder überhaupt ihre Anwesenheit. Während unserer Reportage in Queensland letzten Oktober verfolgte uns ein Sicherheitsdienst. Wir wurden gefilmt und erhielten kurz darauf eine Klagedrohung, falls wir unser Filmmaterial veröffentlichen würden. Trotz dieses Drucks organisieren die Aborigines ihren Widerstand. We're not protesters, you know, we're traditional owners in this country, trying to fight back for our own land. This place is sacred to us because, you know, this is who we are, and this is where all our sacred trees are. Everything, this is why we're here. Even
you know, all our cultural sites here, you know, we're here to protect those and protect the water itself, you know what I mean? Mm-hmm. Because the water is us, you know, without water there's no life, you know what I mean? It's crazy how the white man tried to wipe us out. Yeah, it's just all these mining companies that are here on our country, you know what I mean? You've got Glencore, and then, you know, you got all these other ones like Rio Tinto and that, and it's just crazy how they can just all come on our country without our consent and just dig up our country. And it's been a pretty hefty fight, but hey, we're still here, eh? Yeah. Adani plant weltweit an 60 Standorten neue Kohleminen zu bauen und bestehende zu erweitern. Damit ist der Konzern aber nur der zweitgrößte Umweltverschmutzer. Auch Glencore hat große Pläne in Australien. Mit 15 Minen ist das Zugunternehmen der größte Kohleförderer im Land. Und das, obwohl einst ein schrittweiser Ausstieg aus dem Kohlegeschäft versprochen wurde. Den Nachhaltigkeitsversprechen bläst in Queensland ein heißer Wind entgegen. Hier in diesem Waldgebiet plant Glencore eine riesige Kohlemine mit 6 Bohrlöchern, Codename Valeria. Aber ist das noch aktuell? Anfang Dezember 2022 kündigte Glencore an, auf dieses Megaprojekt zu verzichten. Begründung: Klimaverpflichtungen, denn der Konzern hat ein Ziel von Netto-Null Treibhausgasemissionen bis 2050. Aber auch, weil die Regierung in Queensland angekündigt hat, die Steuern zu erhöhen. Wie wir vor Ort gesehen haben, sind die 10.000 Hektar der zukünftigen Mine schon abgesteckt und der Großteil der ansässigen Bauern wurde bereits enteignet. Die Bauarbeiten hätten 2024 beginnen und 30 Monate dauern sollen. Die Lebensdauer der Mine beträgt 37 Jahre, also weit über 2050 hinaus. Es ist paradox. Australien scheint seine Klimabilanz nicht zu kümmern. Dabei ist es eines der Industrieländer, das am stärksten von der Klimaerwärmung betroffen ist. Die Waldbrände im Jahr 2020 und Tausende von Strandkilometern erinnern uns daran. In den Tourismus-Hotspots von Queensland wird es überdeutlich. Die Korallenbleiche im Great Barrier Reef nimmt rasant zu, genauso wie die Frequenz der Zyklone. Schuld daran ist die fossile Energie. Und damit auch der Adani-Konzern, der alles andere als ein Umweltschützer ist. Wie auch in Indien wurde Adani in Queensland bereits der Umweltverschmutzung angeklagt. Das war 2017 während des Zyklons Debby. At Adani's coal port at Abbott Point, the winds and the rain led to a lot of coal being washed into the Kalee Valley wetlands and also into the waters of the Great Barrier Reef. Im Kampf gegen die übermächtige Kohlelobby verlangen die australischen Aktivisten den Ausstieg aus der Kohle. We are fighting for our home here. Don't let Adani set foot in Switzerland. Help us kick him out of here. Automolly.